Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Heute geht es um diesen Vorfall im Zoo in Borås in Schweden, wo eine Elefantenmutter ein Jungtier bekommen hat und deswegen eine andere Mutter ihr eigenes Jungtier verstoßen hat. Was war da los? Das erkläre ich jetzt direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen, mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Ja, im heutigen Video geht es im Grunde um auch eine Art Infantizid bei Elefanten. Ich hatte bereits schon mal ein Video gemacht über Infantizide bei Elefanten, die Kindstötung bei Elefanten, und das werde ich hier in der Infocard oben irgendwo verlinken. Heute möchte ich nochmal einen Fall vorstellen, der sich im Anfang April abgespielt hat im Zoo in Borås in Schweden. Und zwar war es da so, dass eine Elefantenmutter ein Jungtier bekommen hat und ihre Mutter, die Oma des Jungtiers, hat 2 Wochen später auch ein Jungtier bekommen, und daraufhin hat die Herde das erste Jungtier von der Tochter, also die Enkelin, verstoßen. Was ist da genau gewesen? Ich will es etwas genauer erklären. Also, der Zoo in Borås in Südwestschweden, der hält afrikanische Elefanten schon seit über 40 Jahren auf einer schönen Afrika-Anlage zusammen mit anderen Huftieren. Und das ist wirklich eine schöne Außenanlage. Das wurde inzwischen auch von anderen Zoos kopiert, aber Borås hat das schon über 40 Jahre lang. Und da gab es auch schon einige Elefantengeburten bei afrikanischen Elefanten im Zoo von Borås. Und die Matriarchin, das ist die Dudu. Und Dudu hat unter anderem ein Kalb, das sich Panzi nennt. Panzi wurde 2003 oder 2005, glaube ich, geboren im Zoo Borås. Ist inzwischen auch schon geschlechtsreif, hat auch schon 2017 erfolgreich ein Jungtier zur Welt gebracht, Shindi, das problemlos aufgezogen wurde. Und jetzt war es die Situation, Ende März 2021 gebar die Panzi ihr nächstes Jungtier, ein weibliches Jungtier, das sie auch eigentlich erst gut angenommen hat. 2 Wochen lang ging alles gut, und ihre Mutter, die Dudu, die hat dann Anfang April selbst nochmal ein Jungtier gezeugt, ein kleines Bullkalb, und nach dieser Geburt wurde dann das Jungtier von Panzi, also die Enkelin von Dudu, wurde dann verstoßen und musste dann mit der Hand aufgezogen werden. Das ist aber nicht geglückt. Nach 3 Tagen ist das Jungtier gestorben. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Konstellation gewesen. Es gab schon mal ein bisschen ähnliche Fälle bei asiatischen Elefanten, erinnere ich mich, im Zoo Amersfoort. Da war die Oma, die Matriarchin Kinewawa, eine Tochter hatte sie auch schon im geschlechtsreifen Alter, Indra. Und als Indra ihr erstes Kalb zur Welt brachte, da hat die Oma Kinewawa dieses Kalb nach der Geburt getötet. Obwohl die Geburtsschmerzen und so weiter ja Indra hatte und gar nicht die Oma Kinewawa. Und obwohl Oma Kinewawa ihr eigenes Kind hervorragend aufgezogen hat, hat sie ihr Enkelkind dann attackiert. Hier spielten aber viele Faktoren eine Rolle, unter anderem auch die unzulänglichen Haltungsbedingungen im noch alten Elefantenhaus mit diesen wirklich winzigen Boxen, in denen die Geburt stattfand. Als Konsequenz wurde im Zoo Amersfoort ein großes neues Elefantenhaus gebaut und auch die Außenanlagen erweitert,
und seitdem sind diese Probleme dort nicht mehr aufgetaucht. Ja, auch im Zuhalle gab es einen Fall, da hat die Panja, das ist die Tochter von der, ich sag jetzt mal, Matriarchin Bibi, hat ein Jungtier zur Welt gebracht, Ajo, und dieses Jungtier wurde aber von der Oma Bibi nicht akzeptiert und deshalb wurden diese Elefanten im Zuhalle dann konsequent getrennt gehalten. Also Großmutter Bibi war nicht mehr mit Tochter und Enkel zusammen, sondern sie war separiert, wurde dann an den Serengeti-Park, Safari-Park Hodenhagen abgegeben in Deutschland. Und etwas später wurde dann aber auch Panja mit Ajo abgegeben. Darüber habe ich bereits berichtet, das werde ich hier irgendwo in der Infocard auch verlinken. Und das hat dann geklappt im Safari-Park Hodenhagen. Da ist es dann geglückt, Bibi mit Tochter Panja und dem Enkel Ajo zusammenzuführen. Und inzwischen ist es eine kleine glückliche Familie. Aber zu Anfang, unmittelbar nach der Geburt und in den ersten Wochen und Monaten, Jahren kann man sogar sagen, da gab es eine Abneigung von Bibi gegen den Enkel. Auch dies konnte nie 100% aufgeschlüsselt und erklärt werden. Nur im Nachhinein weiß man, später hat die Zusammengewöhnung in Hodenhagen dann doch geglückt. Aber ich möchte hier als Diplombiologe und Wissenschaftler nicht so weit gehen, diese Fälle zu analysieren. Ich möchte mich erstmal auf die Beschreibung dieser Fälle konzentrieren und möchte sagen, bei weit mehr als 300 Elefantengeburten beider Arten sind also nur eine Handvoll dieser Fälle bekannt, also vielleicht 1%, dass Großmütter ihre Enkel attackieren und nicht mehr akzeptieren. Was genau dahinter steckt, dafür ist die Datenlage noch zu gering. Vor allen Dingen habe ich keine Videos davon gesehen, war ich selber nicht vor Ort, kenne auch in zumindest Fall des Zoo Boras auch die Elefanten nicht so gut persönlich, dass ich hier eine genaue Einschätzung geben könnte. Und deswegen will ich mich da auch nicht in den spekulativen Raum einlassen, sondern erstmal nur dieses Beschreibende abgeben, was ist passiert, nicht warum ist es passiert. Man kann aber sicher dazu sagen, es fließen viele Faktoren ein. Das sind besonders in Amersfoort die Haltungsbedingungen, die eine Rolle spielen. Das sind die Beziehungen der Elefanten untereinander und ganz, ganz viele Faktoren, die hier sicher eine Rolle spielen. Und letzten Endes muss ich sagen, wir alle können nicht den Elefanten hinters Gehirn oder ins Gehirn schauen. Wir können ihn nur vors Gesicht, vor den Kopf schauen und nicht 100% wissen, was in diesen Tieren vorgeht. Letztlich werden es vielleicht die Geheimnisse dieser Elefanten bleiben. Aber wenn man sagt, dass dies sehr, sehr gering ist, dieses Risiko, und dass normalerweise es vernünftig ist und dass es normalerweise der natürliche Weg ist, der auch dem Normalverhalten von Elefanten im Freiland entspricht, dass die Großmutter bei der Geburt der Enkel dabei ist und sogar eine wichtige Stütze für die Tochter ist, dass also dieses Orgelpfeifensystem Großmutter, Tochter, Enkel, dass die zusammen heranwachsen sollen und auch zusammen diese Geburtserfahrung machen sollen, das ist eigentlich etwas Positives und eigentlich ein Garant dafür, dass die Geburt erfolgreich sein wird. Warum es ausgerechnet in diesem Fall jetzt anders lief, wie gesagt, ich kann es nur beschreiben, ich kann es nicht begründen, aber man kann vielleicht einen Satz sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, und das sind dann die weniger als 1% Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Also der Weg sollte immer noch sein, Herdengeburten
sind in der Regel die erfolgreichsten Geburten. Ausnahmen bestätigen die Regel. So viel von mir für den Augenblick. Ich hoffe, dass das Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen ein kompliziertes und schweres Thema war. Ich würde mich trotzdem wahrscheinlich nur für die Hardcore-Fans interessant. Naja, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, ob das Video gefallen hat oder nicht. Ansonsten gerne auch Kommentare unten rein und gerne den Kanal abonnieren für kompliziertere und auch weniger komplizierte Videos über Elefanten. Noch ein schönes Restwochenende und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!